Okay, Snake, it's open now. Hallo Gemeinde, hallo Putzle-Freunde. Heute gibt es was für euch, ein Adventure. Auch wenn im Moment die ganze Welt God of War spielt, das Jahrtausendspiel möchte ich beinahe sagen, natürlich nach Elden Ring. Also Elden Ring bleibt das Jahrhunderttausendspiel, aber das Jahrtausendspiel danach ist God of War mit Kratos und seinem verfickten Sohn Atreus. Spielen wir hier in der Gemeinde natürlich sofort was anderes. Das wäre ja langweilig, denn ich gehe davon aus, dass God of War schon 33 Milliarden Clips hier oben hat. Jeder streamt es im Moment wahrscheinlich auf Twitch, 86.000 gleichzeitig. Wunderbar. Ich habe mich aber auf Siberia gefreut, nämlich The World Before. Kate Walker rätselt sich wieder stundenlang durch die Landschaften. Das kann nett werden, das kann aufregend werden. Und da schauen wir jetzt mal rein, würde ich sagen, gemeinsam. Das heißt, ich habe es ja schon gesehen. Es steuert sich ganz gut, ist wirklich in Ordnung, prima. Grafikqualität auch in Ordnung. Also es gibt von meiner Seite aus nichts zu meckern. And by the way, wenn ich mal in die Anglizismen verfallen darf, ich hatte zuvor im Vorfeld von The World Before Siberia 3 nochmal angezockt. Da wurde ja viel dran rumgelästert. Ja, das ist grottenschlecht von der Technik etc. pp. Das stimmt. Als ich es damals auf der Xbox One spielte, schmiert mir das Spiel auch wirklich regelmäßig ab und also es war nicht gerade toll, das Ding da drauf zu spielen. Auf meiner Serie X jetzt hingegen kann ich genau zwei Hänger vermelden im gesamten Spiel. Zweimal hat sich das Spiel aufgehangen. Ansonsten muss ich sagen, spielte sich auf der Serie X ganz geschmeidig. Ich betone das nur deswegen, beziehungsweise erwähne das nur deswegen, weil es das Spielchen im Moment für 10 Euro im MSN Store gibt. Und vielleicht hat ja jemand das Teil noch nicht gespielt oder den Teil. Also jetzt im Moment für 10 Euro, schlag zu, wenn ihr denn möchtet. Ich werde jetzt hier bei The World Before auch nochmal, ja, ich sag jetzt mal den Prolog spielen. Ja, Prolog ist eigentlich der falsche Ausdruck, mir fällt aber kein dämlicherer ein. Soll also heißen, was bisher geschah. Das ist auch auf der Disc drauf. Ich habe also hier die Disc-Version und da ist auch noch ein sehr, sehr nettes Artbook dabei, muss ich sagen. Das ist ja heute selten geworden. Trotzdem kostet das Teil nur, also nur in Anführungszeichen, 45 Euro. Aber da drehen wir halt alle zusammen die Heizung etwas runter, dann haben wir die 45 Euro wieder schnell drin. Ja, schaut mal, ob es was für euch ist. Das ist ja schon, ich glaube, 7, 8 Monate auf PC draußen, so darum, keine Ahnung. Ihr seht mich bei meinen ersten Gehversuchen. Ich hatte bzw. habe von dem Spiel keine Ahnung. Das heißt also, ich tüftel mich jetzt so ein ganz kleines bisschen durch. Das wird natürlich kein Let's Play. Ich möchte nur, dass ihr einen Eindruck von der Konsolenversion bekommt. Das ist auch schon alles. Ja, das war's dann von meiner Seite und ich sage bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao mit Wow, Wow. I imagine you are aware of the business that brings me here. My name is Kate, Kate Walker. My company is in charge of negotiations for the takeover of this factory. I am afraid that the sale of the Vorarlberg factory is not as straightforward as it first seemed. There is an heir, Ms. Walker. Where can I reach him? Hans Vorarlberg is somewhere in Siberia. Allow me to introduce myself. I am Model XC2000. My common name is Oscar. You said you were a train engineer? What do you think you're doing, Kate? I wanted update. I wanted results. Kate, please! Olivia, tell me what's going on. I'm well aware that this trip has taken me far from New York and far from the Kate you once knew. Are you leaving us, Kate Walker? And you know what surprises me the most? I don't miss it. Take me to Siberia, Kate Walker. I promise, Hans Vorarlberg. What news have you got? Kate Walker's gone, far away, into another world. It was really a beautiful voyage.
Now it is time to say goodbye. Oscar! I'm afraid she's too far gone. We're losing her. She ain't gonna be coming back. Three months ago, Nomad found her dying in northern Siberia. Born in New York in the United States. Walker. Kate Walker. She's very quickly going to become a problem. Kate Walker will always represent a problem for us, and also for our cause. How did I end up here? We Yukos migrate with our snow ostriches to the sacred lands. Miss Walker. The Justice Department is looking for you, you know. I'm not going back to New York with you. Doctor! It's a long journey, a very special journey. Ich muss mich beeilen. Frau Beckmann sagte, sie wartet auf dem Platz am Ende der Hauptstraße auf mich. Heute ist der große Tag. Was, Dana? Ich fürchte Herrn Baumgartners Bäckerei. Normalerweise liebe ich sein Gebäck, wie jeder an der Akademie. Aber heute bin ich viel zu nervös für Strudel. Viel Erfolg. Offenbar sind alle eilig aufgebrochen. Oh mein Gott, sie warten wohl alle auf dem Platz auf mich.
Das Ghetto. Mama und Papa sprechen oft davon, wenn sie glauben, dass ich nicht zuhöre. Sie sagen, dass immer mehr Vagaraner gezwungen werden, hier zu leben. Wie auch immer, ich sollte hier nicht rumtrödeln, sonst komme ich noch zu spät zum Platz. Gute Güte. Ein Stein? Oh nein, Vandalen. Alles in Ordnung? Das ist nicht der Rede wert. Was mich sorgt, es wird täglich schlimmer. Das sagt mein Vater auch. Nun ja, hä? Man muss immer das Positive sehen. Wenigstens kann ich jetzt ein paar Reparaturen durchführen, die ich schon länger aufschiebe. Wissen Sie, wer das getan hat? Ich habe so eine Ahnung. Verbrecherische Taugenichtse. Ich verstehe, aber Sie fühlen sich nur groß und stark, wenn Sie zu mehreren sind. Stimmt. Doch sind solche Leute gefährlich, wenn sie von einer Ideologie angetrieben werden. Besonders, wenn diese auf Hass und der Ablehnung anderer Kulturen basiert. Und sie haben für Vagaraner nichts übrig, so viel ist sicher. Meine Eltern und ich sind Vagaraner. Nun, in diesem Fall wünsche ich Ihnen alles Gute. Schwierige Zeiten sind das, junge Dame. Für Leute wie uns. Genug von dieser Trübsal. Ah. Ich sehe, Sie haben da einen hübschen Instrumentenkoffer bei sich. Sind Sie die glückliche junge Dame, die dieses Jahr unsere Ohren bezaubern wird? Stimmt. Und ich muss los. Es ist schon Zeit. Nun, dann lassen Sie mich Ihnen als Erster gratulieren. Musik ist eines der wenigen Vergnügen, die uns heute geblieben sind. Also, ich danke Ihnen, Fräulein. Danke, dass Sie sie lebendig halten. Würden Sie mir die Ehre erweisen, etwas in den Zement zu schreiben, bevor Sie gehen? Ich schreibe das Datum dazu, wie Sie es in Hollywood machen. Das ist heutzutage der letzte Schrei, wissen Sie? Also, ich... Oder fürchten Sie, dass Sie dann zu spät kommen? In Ordnung. Ich tu's. Bitte sehr. Ah, wie reizend. Der große weiße Schwan von Wagen. Das unsterbliche Symbol unserer schönen Stadt. In der Tat, eine wirklich ausgezeichnete Inschrift. Und eine, die zweifellos noch viele Jahre hier erhalten bleiben wird, was auch immer aus uns werden mag. Danke, mein Herr. Ich sollte jetzt wirklich gehen, wenn ich nicht zu spät zur Musikakademie kommen will. Ich höre von hier aus zu. Danke, auf Wiedersehen. Dasselbe ist letzten Monat mit dem Laden von Papas Freund Herrn Zimmer passiert. Was bringt es, Bücher zu beschädigen? Es ist eine Schande. Ist es schon so spät? Frau Beckmann bringt mich um, wenn ich nicht pünktlich auf dem Platz erscheine. Los, verschwinde! Deinesgleichen hat hier nichts verloren! Diese verfluchten Vagaraner! Was willst du hier? Hau ab! Diese verfluchten Vagaraner! Schau, das muss sie sein. Gute Güte! Guten Tag, Frau Beckmann.
Ah, Fräulein Rose, da sind Sie ja. Noch ein paar Minuten und Sie wären zu spät gekommen. Bitte entschuldigen Sie, Frau Beckmann, ich wurde unterwegs aufgehalten. Dürfte ich Ihren Aufnahmebescheid haben? Danke, Fräulein Rose. Also, denken Sie daran, beim jährlichen Frühjahrskonzert aufzutreten ist eine große Ehre und eine Belohnung für die beste Studentin der Musikakademie. Es ist sehr wichtig, dass Sie sich als würdig erweisen. Gebe mein Bestes, Frau Beckmann. Das Klavier steht bereit. Dieser Moment gehört Ihnen, Dana Rose. Alles ist bereit. Ich muss nur noch meine Noten herrichten und anfangen.
Gut geschlafen? Wie ein Bär. Ja, habe ich gehört. Mach dich fertig, Katjuscha. Ich fühle mich, als wäre ein Panzer über mich drüber gefahren. Alles gut? Klar. 12 Stunden am Tag im Salzbergwerk graben, in der Hoffnung, ein Stück Elfenbein zu finden. Könnte nicht besser gehen. Lass dich nicht runterziehen. Vielleicht bin ich dumm, Kate. Vielleicht hatte meine Familie recht. Wenn ich wie eine brave kleine Bäuerin die Füße stillgehalten hätte, anstatt eine Punkband gegen das Establishment zu gründen, wäre ich jetzt nicht hier. Aber ich bin froh, dass ich dich habe. Hey, Katjuscha, wir kommen hier raus, okay? Sicher doch, wenn du das sagst. Heute ist der Tag, an dem wir Stollen C von Team Orange übernehmen sollen, oder? Hör bloß auf. Da soll's echt hart sein. Isoliert und ohne Rettungsteam in der Nähe. Das ist völlig irre, weil der Stollen total einsturzgefährdet ist. Wir sollten uns aufmachen, Katjuscha. Ich meine, was, wenn die Wache uns beim Rumtrödeln erwischt? Wo wir doch bereit sein sollten. Wer? Simona? Sie ist keine Heilige, aber auch nicht die Schlimmste hier. Stimmt. Keine Sorge, ich bin gleich fertig. Ich will mich nur so lange wie möglich ausruhen. Komm schon, Katjuscha. Mach dich bereit. Klar, okay. Noch 5 Minuten, mehr nicht. Da? Da. Vergiss bloß nicht deinen Glücksbringer. Ich hab dich noch nie ohne ihn gesehen. Alles, was mir geblieben ist. Darin sind alle Daten von Oscar enthalten. Ich hatte das Glück, es dem Soldaten entwenden zu können, der es von der Grenze zwischen Baranur und Jakastan mitgenommen hat. Ich muss nur einen passenden Körper dafür finden. Falls ich jemals hier rauskomme. Bin froh, dass du hier bist.
Bleiben wir zusammen, Katjuscha, okay? Team Blau! Hey, die Post ist da. Für dich, Amerikanska. Danke. Nicht trödeln, klar? Du hast 5 Minuten, um nachzusehen, was da drin ist. Oder jemand weniger Freundliches holt euch ab. Das ist das erste Mal, dass eine Wache uns Post bringt. Ich wusste nicht einmal, dass das möglich ist. Diese Melodie hat mich während meiner gesamten Kindheit begleitet. Ich erinnere mich, dass selbst meine Mutter nicht herausfinden konnte, wie sie heißt. Olivia Foster, New York. Was kann sie mir nach unserem Streit, als ich mit Hans weggegangen bin, geschickt haben? Komisch. Was? August 23, 2003. Liebe Kate, wo immer du jetzt bist, ich hoffe, dass dieser Brief, auch wenn er traurige Neuigkeiten bringt, dich rechtzeitig erreicht, damit du Vorbereitungen treffen kannst, um nach New York zurückzukehren. Deine Mutter Sarah Walker ist letzte Nacht im Mount Sinai Hospital verstorben. Es ging ihr schon einige Monate nicht gut und ihr Tod war zweifellos eine Erlösung. Die Beerdigung findet nächste Woche Donnerstag statt. Wir haben die Zeremonie hinausgeschoben, damit du bei uns sein kannst. Wenn ich mich nicht irre, bedeutet deine Rückkehr in die Vereinigten Staaten, dass du riskierst, dich vor Gericht verantworten zu müssen. Manchmal ist es besser, seine Schulden bei der Gesellschaft zu bezahlen, anstatt für immer davor zu flüchten. Und lass doch nur einmal diese sinnlosen Abenteuerallüren sein. Sie haben dich bereits deine Freunde und deine Familie gekostet. Ich flehe dich an, Kate. Bitte, komm zurück und nimm von deiner Mutter Abschied. Ruf mich an, damit wir deine Rückkehr zu den bestmöglichen Bedingungen organisieren können. Ich habe dir den Anhänger deiner Mutter beigelegt. Sie hat gesagt, dass du das Geheimnis seiner Melodie früher geliebt hast. Ich habe ihr versprochen, dass ich es dir schicke. Ruf mich an, um unserer Freundschaft willen, was immer davon noch übrig ist. Olivia. 212-359-1519.
gut gemacht, Dana, mein Liebes. Ich bin so stolz auf dein Konzert auf dem Platz bei der Musikakademie. Wir müssen einen hübschen Rahmen für dein Diplom finden. Danke, Mutter. Sobald du dein Studium an der Akademie nächstes Jahr abgeschlossen hast, solltest du deine Ausbildung am Konservatorium in Paris fortsetzen können. Nicht wahr, Anton? Natürlich, natürlich. Dann, mein Schatz, wirst du eine große Konzertpianistin. Du machst uns so stolz, nicht wahr, Anton? Natürlich, natürlich. So stolz. Ich will wirklich Konzertpianistin werden, aber der Gedanke, Papa, dich und unser Haus für das Konservatorium zu verlassen, macht mir nicht gerade Freude. Und vielleicht ist es keine so schlechte Idee, wenn du aus Wagen fortgehst. Die Zeiten sind momentan schwer für Leute wie uns. Ich mache mir immer noch Sorgen um deine Gesundheit. Zum Glück hat Herr Gustav sich bereit erklärt, dich diesen Sommer in der Berghütte aufzunehmen. Oh ja. Die Bergluft dort wird dir unglaublich gut tun, mein Liebes. Übrigens, hast du Herrn Gustav schon geschrieben, um dich zu bedanken? Also ich war sehr beschäftigt damit, für das Konzert zu üben. Der Herr bietet dir eine Anstellung an, Dana. Ihm zu danken ist ja wohl das Mindeste. Ja, Mutter, ich mache es jetzt gleich. Herr Gustav, mein zukünftiger Arbeitgeber. Dank dieser Ferienanstellung werde ich Papa helfen können, mir ein weiteres Jahr an der Musikakademie zu finanzieren. Das Diplom, das mir Frau Beckmann nach meinem Konzert auf dem Musikplatz gegeben hat. Gott sei Dank hat sie nicht erwähnt, dass ich fast zu spät gekommen wäre.
Sie klemmt. Papa sollte wirklich mal Ordnung schaffen. Schätzchen, ich hoffe, du denkst nicht ernsthaft darüber nach, einen Brief an deinen neuen Arbeitgeber mit diesem alten Bleistift zu schreiben. Dana, Schätzchen, ich bin gerade beschäftigt. Papa, könnte dein Stift hier irgendwo sein? Gut möglich, nehme ich an. Papa ist so unordentlich. Papa ist so unordentlich. Du könntest die Schubladen schließen, wenn du fertig bist, kleine Schnüffelnase. Sehr geehrter Herr Renner, ich möchte Ihnen dafür danken, Verpisst euch, ihr dreckigen Baggeraner! Nein, nicht Dana, es ist zu gefährlich! Meine Güte, was in aller Welt... Liebes, nein. Nein, gib mir das. Bitte. Oh, meine Güte. Was steht da, Vater? Nichts, Dana. Außer Boshaftigkeit. Werden Sie uns jemals in Frieden lassen? Komm schon, Lena, meine Liebe. Hey, komm schon. Sieh mich an. Lass dich davon nicht runterziehen. Hä? Sonst landen wir am Ende noch in Paris, bei Dana. Verpisst euch, ihr dreckigen Vagaraner. Entsetzlich. Kate, komm schon. Wir müssen jetzt an die Arbeit.
Gut so. Ich fange jetzt an zu arbeiten. Du schiebst den Karren näher und gräbst neben mir, okay? Es tut mir leid, Liebes. Aber wir haben die ganze Nacht zum Weinen. Fest. Angezogene Bremsen. Ha, welche Überraschung. Steckt fest. Sie ist allein gestorben. Sie hat nach dir gefragt. Sie hatte Angst. Du hast ihr das Herz gebrochen. Du hast sie im Stich gelassen. Nicht aufgepasst. Hey, schau! Komm, sehen wir uns das an. Das könnte unsere Fahrkarte hier raus sein. Sehen wir uns das an.
Oh mein Gott. Wo sind sie hergekommen? Das muss etwas mit dem Zug zu tun haben. Wow, das ist tief. Man sieht nicht mal den Boden. Ja. Und es schneidet uns vom Tunnel auf der anderen Seite ab. Hier geht's nach draußen. Ich sehe das Licht am Ende. Wie kommen wir darüber? Es muss einen Weg geben. Komm mit, ich habe eine Idee. Thank you. Come back anytime.